Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute mal wieder absolut niemand. Ich bin mal wieder komplett alleine in meinem traurigen Keller gefangen, meine Freunde. Und heute schauen wir uns mal wieder eine Sache an, die mich eigentlich durchgehend anpisst. Dafür machen wir erstmal ganz kurz meinen Greenscreen hoch, denn das geht so überhaupt nicht. Und schon sitze ich wieder in meinem altbekannten, wunderschönen Wald und kann ganz in Ruhe rumschreien! Leute, wir schauen uns heute gemeinsam wieder an, was Leute auf der ganzen Welt so falsch machen und wie sie ihren Job tatsächlich nicht anständig hinbekommen. Mit dabei ist heute, wie gesagt, wieder niemand, außer dieses wunderschöne Bild von mir an der Stelle. Danke nochmal dafür, dass ich damals so unglaublich gut bei euch angekommen bin. Ich freue mich da wirklich drüber, dass ich damals diesen Style gerockt habe. Ich vermisse den Bart schon ein bisschen und muss ehrlich sagen, bei 12 Likes würde ich mir wieder wachsen lassen. Thomas ist mal wieder als schlechtester Mitarbeiter der Welt auch ins Internet gegangen und hat dieses Mal tatsächlich wieder Bilder rausgesucht von Menschen, die ihren Job kein bisschen ernst nehmen, beziehungsweise ihre Arbeit einfach nur hinklatschen. Und ja, ich glaube, ihr Leute, ich habe das Video schon 20 Mal hochgeladen. Wieso schaut ihr euch eigentlich das Gleiche immer wieder und wieder an? Ich verstehe es wirklich nicht. Beginnen wir mit dem ersten Bild und ich könnte mich jetzt schon wieder am Kopf kratzen und fragen, wie kann es dazu kommen, dass ein Fernseher mit Verpackung einfach an der Decke in einer Bowlingbahn aufgehangen wird? Frage Nummer 1 an der Stelle, wie hat es derjenige geschafft, dem die Bowlingbahn gehört, das einfach durchgehen zu lassen? Frage Nummer 2, was ist mit demjenigen, der das Ding aufgehangen hat? Und Frage Nummer 3, warum ist da verdammt nochmal? Also, sehr viele Fragen. Sehr viele Fragen. Wieso ist das Ding an der Decke? Das macht doch da gar keinen Sinn. Ich meine, was soll man darauf sehen können? Und dann. Das. Ja. Wieso. Ein stealth speed display boss, you never say it had to be right side up. Your speed ist 91. Ja, gut. An der Stelle dann 16 km/h und 15 km/h darf man hier fahren. Extrem gute Arbeit, kann man nicht anders sagen. Da freut man sich auf jeden Fall, wenn man dann einfach mal 91 fährt statt 15, obwohl man eigentlich am Tacho. Leute, wie kann man das denn einfach falsch rum aufhängen? Ich meine, das ist doch klar, wenn man das von außen betrachtet. Das sieht man doch auch, oder? Wisst ihr, ich sage jedes Mal das Gleiche, Leute. Und es wird sich nicht ändern. Die Menschen gehen dahin, verrichten ihre Arbeit und gehen einfach nach Hause, ohne nachzudenken. Und wenn ich doch jemand bin, der dafür bezahlt hat, dann möchte ich doch, dass es anständig gemacht worden ist. Wieso zum Teufel? Wie kann es sein, dass das nicht auffällt? Wie kann sowas... School too easy for... Was? School too easy for kids? Hä? School too easy for... School easy to kids? Nee, school easy... Ich... Bin ich jetzt so dumm oder verstehe ich... Ich glaube, ich habe zu wenig getrunken heute. Mein Gehirn ist ausgetrocknet. Ich raff's einfach nicht. Kannst du aussprechen? Mach's auch nicht. Nothing to see here. Keep on walking. Ja, das ist ungefähr genauso, wie wenn ich in einer Bauruine wohne und dann den Leuten am Eingang sage, hey, willkommen, schön, dass ihr da seid, um Weihnachten zu feiern. Zieht doch bitte wenigstens ganz kurz die Wollmützen auf. Falls dann von oben ein Stein runterfällt, dann ist ja wenigstens nicht überall Blut am Boden. Und die Wollmützen helfen auf jeden Fall auch vor dem Einschlag des Steines auf eurem Kopf. Sieht absolut sicher aus. Ich hoffe mal, dass eine Menge Kinder auf dieser Terrasse spielen oder dieser Brücke oder was auch immer es ist. Es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte da sich wirklich ein Handwerker hingesetzt und gedacht, wie kriege ich das Ding jetzt sicher ohne viel Aufwand? Und ich meine, das ist ja wohl die beste Möglichkeit, die es gibt. Klar, man hätte die einzelnen Bretter austauschen können, weil sie sicherlich nicht nur hier morsch sind, sondern auch der komplette Rest. Aber einfach eine Palette drüber legen, das tut's auch. Gerade auch für Rollstuhlfahrer oder Leute mit dem Fahrrad, das ist absolut angenehm, darüber zu fahren. Ganz tolle Arbeit, wirklich. Ich finde, solchen Leuten sollte man einfach wirklich die Hände abschneiden. Tut mir leid, vielleicht ist das eine sehr extreme Meinung, aber ich finde, solche Menschen dürfen keine Hände haben, die sowas machen. You know, it's cold out when you go out and it's cold. Macht Sinn. Ich weiß erstmal nicht, was dieses Werbeplakat mir sagen soll. Du weißt, dass es draußen kalt ist, wenn du rausgehst und es ist kalt. Ja. Ist das jetzt ein Werbeposterplakat? Sollte da nicht vielleicht noch sowas stehen wie "So grab a small coffee" oder wer stellt sowas auf und wer bezahlt dafür, sowas aufstellen zu lassen? Gibt es jemanden, der gesagt hat, ich habe gerade 30 Euro übrig und schreibe sowas einfach auf eine Werbetafel? Die Menschheit wird ewig ein Rätsel sein, Leute. Wisst ihr, man hat damals gesagt, 2050, wir werden irgendwann fliegende Autos haben, Roboter, die uns vielleicht umhertragen und so weiter und so fort. Das ist die Menschheit, meine Freunde. Das ist die Menschheit. Und glaubt mir, ich finde, wir haben die globale Erwärmung, den Untergang dieser Erde wirklich verdient. Weil wir sind alle so dermaßen strunzdumm, uns kann niemand mehr retten. Niemand. I do not want any end carving, just leave the metal plate blank, no end carving. Stellt euch vor, ihr bestellt das und gebt dafür mehrere hundert Dollar oder Euro aus, was weiß ich. Und dann schreibt ihr bewusst hinten in das Notizfeld, hallo, ich hätte gern keinen Text auf dem Schild, ich möchte das Schild vielleicht selber bemalen. Und stellt euch vor, ihr macht das Ding auf und kriegt das Schild und da steht drauf, hallo, ich hätte gern keinen Text auf diesem Schild und ich möchte es selber bemalen. Das ist doch wohl klar,
war, das vom Kunden nicht gewünscht worden ist, dass da Gottverdammt nochmal was auf diesem Schild draufsteht. Warum zum Teufel machen Menschen nie das, was man ihnen sagt? Warum? Kann mir bitte jemand erklären, warum Menschen so etwas tun? Ich verstehe. Ich verstehe es nicht, Leute, aber kann euer Stuhl das hier? Nein, es kann nur mein Stuhl. Ihr kauft den jetzt euch im Store. Der Link ist in der Videobeschreibung. Attention, Delivery Drivers. Please do not leave packages at this door. Nutzt bitte den Fronteingang dieses Gebäudes um die Ecke. Ja, da steht extra ein Zettel drauf. Das hatte ich letztens auch tatsächlich. Ich habe hier hingeschrieben, hallo, ich bin im Keller. Bitte klingeln Sie. Was macht derjenige, der das ausliefern soll? Legt einen Zettel hin. Hallo, ich habe geklingelt, aber es war niemand da. Und die hat niemand geklingelt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es aber auch einfach so eine Sache. Vielleicht kann ich von den Paketboten nicht einfach mehr erwarten. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass die Paketboten das bewusst machen. Ich hatte letztens auch das Problem, dass ich auf Weihnachtsgeschenke gewartet habe, die weiß aber immer noch nicht angekommen sind. Angeblich hat die irgendein Nachbar. Ich bin mir sicher, dass die niemals überhaupt in Köln angekommen sind. Aber laut Postdienst XY sind diese Weihnachtsgeschenke immer noch beim Nachbarn und ich habe den Nachbarn schon 10-mal drauf angesprochen. Also entweder lügt der Nachbar mich an oder der Paketdienst. Es ist ja nicht so schwer. Ich meine, da steht ja ein Schild. Geh bitte um die Ecke und klingel. Tut mir leid, ich habe geklingelt, hier geklopft, aber war keiner da. Was soll ich machen? Ich weiß doch auch nicht, Mann. Dear Santa, I've been extra good this year. Here are some cookies and milk. Ja, hier ist ein wunderschöner Weihnachtsteller, den man dann unter den Weihnachtsbaum stellen kann, wenn dann Santa Claus durch den Kamin rutscht, der fette Bastard. An der Stelle muss ich dann ganz ehrlich sagen, ist Cookies für Satan vielleicht nicht der richtige Titel dafür? Ich weiß nicht, ob Santa und Satan nicht eine oder die gleiche Person sind. Das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Aber auch hier großes Shoutout an die Person im Einzelhandel, die dann gesagt hat, vielleicht schreibe ich hier einfach auf den Keksteller Kekse für Satan drauf und nicht Kekse für Santa. Letztendlich ist das ja auch, also ist ja auch nur, ne, Santa, Satan. Und das sind die gleichen Buchstaben. Das passt schon. I added the sticker, Boss. Ja. The creature all men feared became one man's obsession. Und dann steht da my dick. Oh Mann, Alter. Die Kreatur, vor der jeder Angst hatte, bekam die Obsession eines Mannes. Mein Schwanz. Ab heute in allen Kinos. Ja, geil. Also, ich würde fast schon sagen, dass das mit Absicht gemacht worden ist, weil das ist einfach zu gut. Ich meine, von Moby Dick einfach My Dick draus zu machen, plus diese Gesichter dieser etwas erregt aussehenden Männer und dazu natürlich halt noch diese wunderschöne Überschrift, die Kreatur, vor der alle Männer Angst hatten, wurde zur Obsession eines Mannes. Mein Schwanz, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich würde fast schon sagen, das ist so gewollt. Also, wenn der Angestellte das wirklich nicht absichtlich gemacht hat, dann würde ich ihn feuern. Und wenn er das absichtlich gemacht hat, würde ich ihm eine Gehaltserhöhung geben. So oder so. Toller Typ. I put the traffic sign, Boss, just as you asked. Don't trust hookers. Ja, gut. Da steht jetzt einfach drauf, bitte vertrau Prostituierten nicht. Ich bezweifle, dass die Stadt, in der dieses Schild steht, gesagt hat, hey, stellt doch bitte ein Schild auf dem steht, bitte traut den Huren nicht. Da hätte auch einfach ein Bild von Katja Krasavic gereicht an der Stelle, mit einem roten X drauf. Vielleicht... Ich kann mir nicht erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich bin sprachlos. We'll just paint over the other one, it will be fine. Ja, hier sehen wir auf jeden Fall einen Fahrradfahrer. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat einfach den neuen Aufdruck über den alten Wegeaufdruck gemacht. Und jetzt sieht es aus, als würde ein Typ mit 4 Reifen irgendwen auf seinem Fahrrad vergewaltigen. Ich meine, man kann ansatzweise erkennen, dass es vielleicht ein Fahrradweg sein soll. Aber warum man sich da nicht die Mühe macht, das alte einfach mit irgendeiner Chemikalie zu entfernen oder das Ding vielleicht 10 Meter weiter einfach neu auf den Boden zu streichen? Sind Menschen wirklich so faul? Sind Menschen einfach so antriebslos? Ja, was frage ich für eine Scheiße? Natürlich sind Menschen faul und antriebslos. Mann, ich sitze hier und gucke mir lustige Bilder und lacht darüber. Und ihr sitzt zu Hause und guckt euch die Kacke hier an, wie ich auf lustige Bilder lache. Lacht doch selber mal. Ihr seid sogar zu faul zum Lachen, seid ihr selber. Das überlasst ihr sogar mir, ey, für dumme Kommentare. Unglaublich. Hier, Boss, das neue Logo, was ich Ihnen gemacht habe. Es ist ein Doppel-B. Das sollte doch genauso aussehen. Das erinnert mich ein bisschen an das Pelle-Pelle-Logo. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Hier nochmal ganz kurz zu sehen. Ich bin mir sicher, dass vielleicht im besten Falle ist das hier sogar noch ein Bestattungsinstitut oder irgendetwas sehr Seriöses. Eine Anwaltskanzlei oder ein Tierarzt oder weiß ich was. Da tut auf jeden Fall ein Schwanz als Logo echt gut. Und ich glaube, dass der eine oder andere Kunde sich sicherlich freut, bei dieser Versicherungsagentur Kunde zu sein. Also, ein Pimmel als Logo zu haben, ist immer wirklich die beste Verkaufstaktik. Da kann ich nur sagen, Leute, das hat bei mir auch schon immer gut funktioniert. Ist doch nicht wahr, oder? Ist doch, also das muss doch ein Fake sein. Das muss doch wirklich ein Fake sein. Ich hoffe inständig, dass es ein Fake ist, Leute. Falls wirklich jemand hingegangen ist und ein Loch in sein Dach gesägt hat, damit der scheiß Weihnachtsbaum passt, dann kann ich euch jetzt und hier freudig verkünden, meine Freunde, dass die Menschheit ab dem heutigen Tage nur noch 10 weitere Jahre auf diesem Globus zu fristen hat, bis wir dann endlich alle hoffentlich von einem riesigen Meteoriten getroffen werden, damit unsere gottverdammte erbärmliche Existenz irgendwann ein Ende findet. Ich hoffe einfach nur, dass es sich hier wirklich um einen Prank handelt oder um irgendeinen Kerl, der das Ding einfach aufgestellt hat. Vielleicht
ist der Weihnachtsbaum hier oben einfach abgesägt und man hat die Spitze genommen und das dann mit Decken aufs Dach geklebt. Falls nicht, kann ich wirklich nur hoffen, Leute, dass bevor die Aliens auf die Erde kommen, unsere Erde einfach ineinander wegen unserer gottverdammten Dummheit implodiert. Mehr kann ich mir da wirklich nicht erhoffen. Ja, jetzt hat hier jemand Santa Claus an der Brücke gehangen mit dem Untertitel Spring für Freude. Das sieht nicht nur so aus, als würde Santa Claus dir gerade das Leben nehmen wollen, sondern tatsächlich passt dann auch dieser wunderschöne Titel darunter auf jeden Fall echt gut. Weihnachten ist ja die Zeit des... Reden wir nicht... Der Nächstenliebe und das... Weil, wenn man sich selber... Weniger Lied kann man mehr Liebe für andere rausholen. Also macht dieses Schild Sinn. Vielleicht ist es auch einfach nur ein schlechter Witz, ich weiß es nicht. Warum nicht? Ich meine, wir haben einen Seifenspender links. Dann brauchen wir doch bestimmt noch einen zweiten, einfach rechts daneben. Und den schrauben wir einfach auf den Spiegel drauf. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte der Spiegel irgendeinen Zweck, als würde man sich darin irgendwie spiegeln wollen. Nee, wir machen da einfach noch einen Seifenspender drauf, weil falls der eine mal legelt, haben wir noch einen zweiten, der auf dem Spiegel ist. Leute, tut mir leid, ich verzweifle einfach. Es kann doch kein Mensch mit einem funktionierenden Gehirn hingehen und sowas abgeben und zu sagen, so, wir sind fertig. Hier oben steht sogar drauf, wer das gewesen ist. Der hat sogar eine Visitenkarte hinterlassen, der dumme Arsch. Das ist doch nicht wahr, Mann. Sag mir bitte, das war's. Das war's zum Glück. Leute, ich bin wieder raus. Aua, ich hab mir noch die Finger hier aufgeschnitten. Also scheiß kaputten Tisch. Der Weihnachtsgeist, der Geist. Ach, leck mich doch am Arsch. Lass den Daumen nach oben da. Ich bin damit raus. Ehrlich, ich kann nicht mehr. Frohe Weihnachten und f*** euch alle ins Knie, wirklich.